Grillpilze sehen auch gut aus. Oh mein Gott. So, und dann mal nach draußen. Ich glaube, wir kommen gleich zu unserem ersten Boss. Nerau wa kono kuni no surudo Biezo no kubi. Sore no mi da. Kusatte mo Lena no surudo da. Shoumen kara de wa zenryoku de idondemo Biezo no moto ni tadori tsuku dokoro ka shiro no mon sae toppa dekinai daro. Daga ore tachi wa kirifuda wo yatta. Kono kirifuda wo wareware wa kakujitsu ni Biezo no nodomoto ni todokase nakereba naran. そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばから、各国撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて、敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが、本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。 ジルファも?けどそれじゃあビーゾには。テッカメン。お前には誰の助けもなく、シオンとただ二人、あのビエゾのもとにたどり着いて、炎の剣を叩き込んでもらう。キャッツの温泉もすごいよ。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。 これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても、全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ、今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる?どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。 お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする。お前はどうしたい。俺は戦いたい。何のためにだ。何のためにお前は戦う。俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。 奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限り、きっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ。私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。 ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし。願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。 作戦開始! Oh, mir graut vor dem, was kommt. Okay. Müssen wir diesen komischen Aufzug hier hinten benutzen? Wo wir vorhin noch nicht weiterkamen. なんでんだ。リエゾの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。Yep, ich würde gern zum Flammengrab.
Auch wenn das nicht gerade gut klingt. Ich bringe von hinten das Schloss ein. Okay. So, wer hält nach der Eule Ausschau? Oh, Eule! Wir kriegen Ohren! Ja, Dungeon-Eulen. Ja, Hunde-Ohren! Und vor allem... Ho, 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 ho! Hat die Eule eben gemacht! Wie so ein... Warte mal. Hand! Bautzi! Ihr feines Bautzi! Ihr fein! Ja, mach mal Sitz! Ja, mach Sitz! Ihr feines Bautzi! Das ist ein Husky. Ein brauner Husky. Ein Husky. Mit dem Schwanz zusammen. Oder ein Bär-Husky. Wie Bär und Husky, ne? Weil die Ohren sehen so ein bisschen wie so Bären. Bärchenohren. Ah, oh Gott, ja, schön. Ich liebe das Spiel. Natürlich, du musst doch Gassi gehen. Ja, bin ich ja gewohnt. Das ist ja nichts Neues. A Bird Dog. Ah, so, hier Safran. Und schön die Häubchen wegmachen. Nee, nee, die lassen hier schön liegen. Damit, da die Bösen hier auch reintreten. Wo kommen wir denn dahin, dass wir für die Bösen, also, dass wir hier wegmachen? Sehe ich aus wie deren Lackaffe? Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Rasch geht's im Hintereingang. Das scheint wohl nicht der Hintereingang zu sein. Da müssen wir doch hier hinten lang. Verschlossen. Aber die Musik ist mega cool. Oder? Ich finde die Musik echt mega geil. Da hat sich echt mega viel Mühe für gegeben. Allgemein ist das mega geil. Oh, das Charakterdesign. Oh Gott, ich habe mich in das Spiel verliebt, ey. Also, ich bin echt nicht traurig, dass Life is Strange da hinten verschoben wurde. Überhaupt nicht. Ich bin echt mega happy gerade. Wenn die Yoshi mit ihren Stöckelschuhen da reinläuft. Ja, was sieht sie auch Stöckelschuhe an, ne? Außerdem macht sie oder hinterlässt sie ja Katzenhäufchen, ne? Die Katzenhäufchen. Und eher Hundehäufchen. Die ergeben zusammen Cat Dog. Wir haben Cat Dog. Diese Ohren.
始まっている。俺たちも急ごう。あー、ガーティグル。どうした？ヒュアルフェイク。炎の剣を預ける。いいのか？おや、キプスミア。キプスフラムシュベアル。いざ必要になった時に、間に合わないなんて事態は避けるべきよ。Es sieht irgendwie pervers aus. Geht's so? Aber es sieht doch episch aus. Aber irgendwie auch pervers. Aber irgendwie auch episch. Hier. Master Core から精霊力を送るの止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。Vor allem schön ins Dekolleté gefasst. Ja, ne? LOL! Da so viel kann ich gar nicht. Ich hab gar nicht so viele Punkte. Stellen Sie sich hier vor, wie viele Punkte ich hier kriege. Da sehe ich schon den nächsten. So wie hier. Deppa. Boostangriff, Flammschwert von Eisenmaske. Brandwelle führt einen glühenden heißen Drehangriff aus, der den eigenen Körper von Eisenmaske verbrennt. Der Angriff ist großflächig und bringt fast jeden Gegner zu Boden. Er wird stärker, je mehr KP du erfasst. Geil. Das heißt, wenn ich kurz vom Ablippeln bin, ist er am stärksten. Respekt. Willst du mir damit sagen, dass drin auch noch Soldaten sind? Zum Glück hat er noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Ob sie sich davon nicht jemand anfassen lässt? Naja, wählerisch scheint sie ja nicht zu sein, ne? Aber ich möchte nicht heraufbeschwören bei ihr. Es wird Zeit, von deinem Schwert auch mal Gebrauch zu machen. Los geht's! Geil. Wie mache ich das? Oh Gott. Eisenmaske kann KP opfern, um Flammenschneide auszuführen. Einen weitreichenden Angriff mit dem Flammenschwert. Halte R, E oder F gedrückt, damit er nach einem entsprechenden Art einer auslöst. Flammenschneideangriff. Griffe kosten keine L. Flammenschneideangriffe fügen Gegnern am Boden zusätzlichen Schaden zu. Nachdem du eine bestimmte Fertigkeit erlernt hast, kannst du die Taste länger gedrückt halten, mehr KP von Eisenmaske für mehr Wucht zu opfern. Tutorial beginnen. Geil. Okay, ist immer das gleiche. Okay, Erfolg. Bußschlag. Bußschläge erledigen Gegner mit einem Schlag und werden mit Verbündeten ausgeführt. Erscheint bei einem Gegner Schlag, drücke 1, 2, 3, 4, um die sofort einzusetzen. Boostschläge sind bei geringen Gegnern KP höheren Kombos dann häufiger. Achso, ja, bis das Wort Schlag kommt, okay. Es kommt nur nicht. Jetzt scheint nochmal mit einem Schlag. Jetzt. Ja, geil. Das haben wir in der Demo schon gesehen. Den Angriff. Den haben wir in der Demo gesehen. Das war mega. Okay, gut, dass wir sie erledigt haben, bevor sie Ärger machen konnten. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Ja, es brennt alles. Ich hab diese Flammenwand. Glaubst du, Beisel versteckt dahinter? Wahrscheinlich schon. Sie sollen Leute wie uns von fernhalten. Sollen wir versuchen, hindurchzurennen? Ist eigentlich albern. Dass du keine Schmerzen spürst, heißt nicht, dass die Flammen dich nicht zu Kohle verschmoren würden. Ja, was schlägst du dann vor? Ich spüre, dass diese Flammen auf jeden Fall aus Feuer-Astral-Energie bestehen. Vielleicht probieren wir, ob wir die Energie mit meinem Meisterkern stören können. Und dann absorbierst du die Flammen mit dem Flammenschwert. Willst du also im Prinzip, dass ich mein Flammenschwert dagegen einsetze? Klar, kein Problem. Ja.
Noch nie gemacht, aber sagt, das wäre kein Problem. Dann mal los, ja. Wir sind dabei. Wow, das war jetzt aber nicht spektakulär. Wow, das hat tatsächlich funktioniert. Ja. Siehst du? Hab ich dir nicht gesagt. Das hat mir allerdings mehr abverlangt, als ich dachte. Vielleicht sparen wir uns den Trick für die Fälle auf, wo wir ihn wirklich brauchen. Okay, es ist egal, in welche Richtung wir gehen. Wir könnten hier rum, dann müssten wir das aber wieder benutzen. Komm, machen wir noch einmal. Dann haben wir halt den Kampf. Aber wir haben mal was gespart. Das hier nehmen wir mal mit. Was? Wieso ist er auch zu stecken geblieben? Wir brauchen wohl einen besonderen Schlüssel, um da hoch zu gelangen. Schauen wir uns mal um. Vielleicht liegt er hier auf den höheren Ebenen irgendwo rum. Vor allem, wenn man dies vielleicht schon sagt, dann liegt es definitiv da irgendwo rum. Das vielleicht könnten wir ja eigentlich weglassen. Ach, du grüne Neuner. Ja gut. Schauen wir mal. Ich würde zumindest das Tutorial-Gebiet gerne heute noch beenden. Wir sind ja immer noch im Tutorial drin. Aber das finde ich tatsächlich cool. Man merkt eigentlich gar nicht so richtig, dass man noch im Tutorial ist. Fühlt sich jetzt schon an, als wäre man so richtig im Spiel drin. Finde ich zumindest. Also es gibt Spiele, da ist es deutlich schlimmer mit den Tutorials. Ihr kriegst heute Erklärung, wenn du sie brauchst. Und nicht, wenn es meilenweit entfernt ist. Hallo. Dächen. Also hier, finde ich, fügt es sich jetzt so mega gut in die Story ein. Und nicht so, ja, so, hier ist der Tutorialraum, den musst du erstmal abarbeiten, bis du in 3 Jahren vielleicht mal aufs Spiel losgelassen wirst und vielleicht mal das machen darfst, worauf du Bock hast. Während du hier eigentlich schon voll Action hast, du darfst schon voll erkunden. Bist aber trotzdem im Tutorial. Das finde ich cool. Und das finde ich, haben sie echt gut hingekriegt. Hier Gameplay. Also ich hab dann keinen Bock mehr. Ja. Also ich bin in Spielen meistens so. Vor allem ist es richtig schlimm, wenn ich neue Spiele habe. Ich habe neue Spiele. Dann kommt das Tutorial und das meiste kennst du entweder aus Vorgängern, wenn es ein weiterführender Teil ist, oder es ist einfach von Anfang an macht es schon Sinn, dass du so reagierst bei manchen Sachen. Dass ein Speicherpunkt zum Beispiel ein Speicherpunkt ist. Wäre ich nie drauf gekommen. Ein leuchtender Kreis plötzlich. Hm, ja, was ist das? An einem Speicherpunkt kannst du speichern. Geil. Ja. So, solche Erklärungen sind dann halt echt so was von nutzlos. Mit Devil May Cry auch so, dass das Tutorial immer zwischendurch kommt. Ich habe von Devil May Cry tatsächlich nur den ersten gespielt und das ist lange, lange, lange her. So richtig lange. Wahrscheinlich müsste ich dahin, ne? Mal.
Für den ersten und den zweiten. Also ich besitze 1, 2, 3 und ich glaube den vierten. Ich glaube es. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber gespielt habe ich tatsächlich nur den ersten. Das ist halt wirklich lange, lange her. Das war zur Zeit, wo ich gerade die PS2 gekriegt habe. Aber ich habe zum Beispiel ein Spiel, was ich verdammt gerne spiele. Phantasy Star Universe, auch für die PS2. Und da war es halt tatsächlich so, dass dir erklärt wurde, dass du an einem Speicherpunkt speichern kannst. Und du denkst dir nur so, Leute, das weiß ich. Ich weiß, wofür ein Speicherpunkt, der das Wort Speichern beinhaltet, dient. Das müsst ihr mir nicht extra erklären. Und ich glaube auch kaum, dass ihr das einem kleinen Kind erklären müsst. Zumindest war das Ding auf 12 freigegeben. Und ich glaube, 12-Jährige wissen bereits, was ein Speicherpunkt ist. Und das gehe ich da jetzt mal ganz stark von aus. Wenn nicht, dann mache ich mir echt Gedanken. So. Ich habe den vor 3 Jahren angefangen, aber noch nicht durch. Eineinhalb Jahre nicht gezockt durch die Depri. Gut. Hatte ich aber auch tatsächlich vor langer Zeit. Gut, damals habe ich gar nichts gemacht. Ich lag, glaube ich, nur einfach auf meinem Bett und habe nichts getan. Ein halbes Jahr lang. Ja, gut zu wissen, dass man da speichern kann. Ja. Ja. Aber ich hoffe, dass es dir mittlerweile etwas besser geht. Depressionen sind nie gut. Und ich kann ein Lied von singen. Frag Gaia. Gaia kennt mich. Frag Fotos, der kennt mich auch. Das ist so. Kann sehr belastend sein. Vor allem schlimm sind halt auch wirklich die Phasen, wo du nicht mehr Bock hast. Wo du einfach nur da liegst und dahin vegetierst und. Ne? Das Leben so quasi an dir vorbeizieht, wo du einfach nichts mitkriegst. Weil du kriegst es zwar schon mit, aber dir ist es einfach scheißegal. Das ist das Problem. Ja, aber diese Spiele mit den Tutorials, ach, da kann ich Roman schreiben. Ich könnte mal so eine Liste machen. Spiele mit den schlimmsten Tutorials. Gott, da würden so viele zusammenkommen. Da kann ich mir doch morgen wieder ändern. Ja, bei Depressionen ist das. Es kann noch so schön sein. Am nächsten Tag kann es genauso wieder scheiße sein. Aber momentan geht das. Dafür auch, hab ja gute Unterhaltung mit euch. Oh. Ich hoffe echt, dass wir dich und natürlich auch andere gut unterhalten können und auch mal ein bisschen ablenken können. Reicht dir die Liste im Blog? Danke. Oh, das kann lange dauern, bis ich die Liste voll habe. Also, was heißt voll, aber, ne? Bis es alles drauf ist, was drauf muss. Da fallen mir zum Beispiel halt auch die Kingdom Hearts Tutorials ein, zumindest so die ersten. Weil die einfach immer gleich sind. Eine kleine Schreibe ist bestimmt. Das Problem ist, ich kann nicht klein schreiben. Sofort stehen bleiben. Ey, du bist es? Perfekt. Wenn ich dich gefangen nehme, sollte das unseren Lord aufmuntern. Also Kingdom Hearts, gut, einige Final Fantasy Tutorials sind echt mies. Ja, das Spiel mit dem, du kannst dann speichern. Jack and Dex ist jetzt auch nicht so unbedingt der Knüller, was das Tutorial angeht. Ist auch recht nervig. In dem erdenklichen Teil.
Ja, wo den dritten geht. Okay, das von Tab. Zero, wie auch immer, kenne ich leider nicht. Nee, du siehst die Tabelle feststellen. Oh, Mappa, das wäre mega. Das wäre richtig gut. Das ist meine Schriftführerin. Ich kann das nämlich auch nicht. Ich bin auch richtig schlecht drin. Bin froh, dass ich meine Buchhaltung halt fixen kriege. Das ist schon schlimm. とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。 Diese Ohren und diese Maske. Ich finde diesen Schwanz einfach so geil, wie er im Schwert verschwindet. Irgendwann ist abgeschnitten. Ich glaube das nicht. Weißt du, für einen Aufzugsschlüssel sieht dieses Ding sonderbar kompliziert aus. Warum haben René immer den Drang, alles übertrieben zu verzieren? Wir verzieren nicht alles. Ich schätze, dass dieser Schlüssel eine besondere Bedeutung hat. Besonders? Inwiefern? Ist doch nur ein Aufzugsschlüssel, oder? Vielleicht funktioniert er in einem besonderen Aufzug, der uns, oh Wunder, direkt zu Balzefs Versteck führt. Na, wenn dem so ist, hat uns der Kleine ja echt einen großen Gefallen getan. Alles klar, suchen wir den Aufzug, der zum Schlüssel gehört. Dann werden wir sehen, wo wir hier landen. Und wir haben einen primitiven Schlüssel. Oh, geil. Dornige Frau. Das klingt etwas sehr... die dornige Frau. Ja, ja. Okay. Spionstalent. Wenn du die Taste für Bombenwurf gedrückt hältst und sie dann loslässt, feuerst du Spezialmunition auf eine Bombe. Dadurch explodiert sie heftiger. Deine Spezialmunition wird rechts neben den AL angezeigt. Klingt einfach sehr dornig. Oh. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Spionstalent, du kannst Spezialmunition mit Q nachladen, wenn sie auf Null sinkt oder jederzeit, indem du Steuerung und Q drückst. Okay. Ja, gut. Das. Warum kann ich nicht über den Tisch springen, ey? Fleischreste. Wir haben übrigens immer noch nichts, was wir mit den Fleischresten anfangen können, ne? Oh Gott, Hallöchen. Warum auch immer die Alert-Spitze zweimal kommen. Mapples, vielen lieben Dank für dein Prime-Sub. Herzlich willkommen hier. Ich weiß zwar nicht, warum der Alert plötzlich zweimal kam. Ich möchte das vielleicht auch gar nicht wissen. Ja. Ja, es ist eine Sache für sich. Die Technik spinnt. Heute ist der Wurm drin. Da ist noch was. Orangengelee. Wir brauchen das alles. Alles wie den Endkampf. Also was für den Endkampf, für den Bosskampf. Der einzige Grund, warum ich hier noch einmal rumeiere.
Und in der Hoffnung, vielleicht noch neu dazu finden. Hallo. Gut, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und zwei. Das ist. Kaya, Bots können nicht abonnieren. In der Regel tun sie es zumindest nicht. Das wäre ein sehr schwachsinniger Bot. Wir haben zwar heute Bot-Angriffe, aber in der Regel sind Subs keine Bots. Es sei denn, man kauft sich welche. Das kannst du bei mir allerdings auch schließen. Aber in aller Regel, nein. Kein Bot ist so blöd und gibt Geld aus. Oder zumindest sind die Ersteller nicht so blöd und geben Geld aus dafür. Für die Bots selber ja. Aber es wäre sehr unsinnig. Nabben! Und Gruß zurück nach Zelle. Bitte entschuldige meinen Mods. Wir haben heute einige Bot-Überfälle. Ich könnte jetzt nachzählen, wie viele es sind, aber ich glaube, es sind um die 20 von ein und demselben, also vom ein und demselben Bot. Deswegen sind wir da alle so ein bisschen komisch heute drauf. Aber vielen lieben Dank und echt cool, dass du da bist. Der Bot schreibt. Ja, ja, genau. Für Kaya sind heute alle Bots. Eigentlich ist mein Mod selber ein Bot, aber. Wo komme ich hier wieder raus hier? Ich habe so das Gefühl, ich war hier schon mal, aber ich war hier noch nicht. Sieht alles gleich aus in dem Ding. Nee, Kaya, ich darf das auch mal ehrlich sagen, oder? Da ist die Eule! Oh mein Gott, wir kriegen Schwanz! Oh mein Gott, wir kriegen Schwanz! Wir kriegen... Das ist nah. Okay, warte mal. Ein Hühnerschwanz. Achso, so sieht man es ja gerade gar nicht. Das ist, oh mein Gott, das ist ein Hasenschwanz. Oh Scheiße, wenn das ein Hasenschwanz ist, ey. Das sieht ja aus wie so weiß nicht. So ein Marder oder sowas, keine Ahnung. Nee, lieber den Hundeschwanz. Okay, wir bleiben beim Hund. Hundeschwanz und Hundeohren. Eine Ziege. Stimmt, Ziege könnte es sein. Hast recht. Aber wie viel Glück wir einfach haben, dass wir ständig diese Eule finden. Mäh. Gut. Wie konnte ich das mal? Mäh. Ich mal hin. Hallo, ihr kleinen Bienen. Auch wenn ich eher denke, dass ihr Wespen seid. Aber okay. Und. Kami. Ey. Kamehameha. Ja, ist schon geil. Ja, ist schon geil. Was haben wir hier? Ja. Okay.